Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier nach dieser Sommerpause zurück im Konrad-Adenauer-Haus. Ich freue mich, dass Sie heute bei unserer Pressekonferenz sind und ich will Ihnen aus Präsidium und Bundesvorstand gerne berichten. Wir haben zurückgeblickt auf alle Ereignisse seit der letzten Sitzung und unter anderem auch auf die Wahl von Ursula von der Leyen durch das Europäische Parlament zur nächsten Präsidentin der Europäischen Kommission. Wir freuen uns sehr, dass sie die notwendige Mehrheit erhalten hat. Wir sind stolz darauf, dass eine von uns dieses hohe Amt bekleiden wird und mit ihrer Agenda die Europäische Union weiter voranbringen wird. Und gleichzeitig haben wir auch darüber gesprochen und unsere Verwunderung deutlich gemacht über das aus meiner persönlichen Sicht skandalöse Verhalten der Sozialdemokraten. Anders als andere Sozialdemokraten in Europa waren es gerade die Deutschen, die ein Problem damit hatten, dass eine deutsche Politikerin mit Ursula von der Leyen dieses Amt bekleidet. Nun hatten sie keine Mehrheit im Europäischen Parlament, nicht mal eine Mehrheit in ihrer eigenen Fraktion im Europäischen Parlament. Aber es wirft doch ein bemerkenswertes Licht auf den Zustand der deutschen Sozialdemokratie, dass es ihr nicht gelingt, sich an der Sache zu orientieren, über die Sache zu diskutieren, sprich über die Frage, welche Pläne hat man für die Zukunft der Europäischen Union, sondern einzig und allein aus parteitaktischer Sicht diese Fragen bewertet hat. Wir haben Annegret Kramp-Karrenbauer hier in der regulären Sitzung noch einmal herzlich gratuliert zu ihrer Berufung als Bundesministerin der Verteidigung. Es gab viel auch Lob für ihre Regierungserklärung, die sie gehalten hat nach ihrer Vereidigung vor dem Deutschen Bundestag. Und die Debatte auch der letzten Tage zeigt, wie wichtig es ist, dass die Union dieses Ressort bekleidet und auch wir mit Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorsitzende der CDU Deutschlands eine eben entsprechende Politikerin mit Gewicht in dieses Ministerium gebracht haben. Und wir freuen uns und ich auch als Generalsekretär sehr auf die neue Form auch der Zusammenarbeit mit der Parteivorsitzenden auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit ihr als Bundesministerin der Verteidigung. Nicht unerwähnt will ich aber lassen auch die Erwiderung des kommissarischen Fraktionsvorsitzenden der SPD auf ihre Regierungserklärung und die Haltung, die die Sozialdemokraten an den Tag legen. Sie sind mit einer Boykotthaltung gegenüber Mehrausgaben für die Ausstattung der Bundeswehr, für die Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten ja nicht alleine. Und auch wenn Sie sich globale Zusammenhänge und globale Diskussionen anschauen, dann erlebe ich einen zunehmenden Anti-Amerikanismus. Dieser Anti-Amerikanismus bezieht sich nicht nur auf die Politik des Präsidenten der USA, sondern vor allem in einer grundlegenden Ablehnung. Ich und auch die Union sind der festen Überzeugung, dass unser Engagement auch in der Welt nur gemeinsam mit anderen Verbündeten, vor allem in der Europäischen Union, aber auch darüber hinaus und auch in der NATO notwendig und sinnvoll ist. Zur aktuellen auch politischen Lage dieser Woche will ich Ihnen sagen, dass wir als Union sehr begrüßen, dass der Solidaritätszuschlag für 96,5% der Soli-zahlenden Steuerzahler, dass wir eine Entlastung herbeiführen, dass der Soli im ersten Schritt fast vollständig abgeschafft wird, für die ersten 90% vollständig und dann in einer Gleitzone von 6,5%. Das begrüßen wir ausdrücklich. Wir erhoffen, dass noch in diesem Monat das Bundeskabinett entsprechend sich mit diesem ersten Schritt beschäftigen wird und dann das Gesetzgebungsverfahren auf den Weg bringen wird. Unsere Position ist nach wie vor klar. Daran hat sich nichts geändert, weder seit der Bundestagswahl noch seit den Koalitionsverhandlungen. Wir stehen für eine vollständige Abschaffung des Solis, aber sind froh über diesen ersten Schritt und dass sich die SPD und nun der Finanzminister bewegt. Genauso nehmen wir sehr erfreut auch zur Kenntnis, dass das Baukindergeld, das war auch eins unserer Anliegen in den Koalitionsverhandlungen und dann auch in der Umsetzung, sehr positiv angenommen wird. Und wir erwarten, dass das jetzt auch beim Thema der Grundrente der Fall sein wird. Da geht es jetzt darum, nicht wieder neue Konzepte zu erarbeiten, die sich noch weiter vom Koalitionsvertrag entfernen, sondern es geht darum, dass wir das, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, dass wir das umsetzen. In dieser Form die Grundrente. Wir können gerne darüber sprechen, wie wir die Zielgenauigkeit gestalten und verbessern. Aber wir erwarten als Union schlicht und ergreifend, dass wir auch das, was wir im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben, nämlich dass diese Grundrente kommt, so wie sie dort feststeht, in dieser Legislaturperiode. Und das ist auch mein Appell an unseren Koalitionspartner, dass wir die Grundrente auf den Weg bringen. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Herr Dr. Lohse.
Ziemiak, Sie haben gesagt, Sie freuten sich auf die neue Zusammenarbeit oder die Zusammenarbeit in neuer Form mit Frau Kramp-Karrenbauer. Erstens, was ist denn daran neu und wird Ihr Leben dadurch als Generalsekretär leichter? Haben Sie mehr Spielraum oder wird es schwerer? Und zweitens, sind eigentlich noch weitere Wechsel aus dem Adenauerhaus ins Verteidigungsministerium geplant, etwa Herr Lange? Also ich freue mich auf diese Zusammenarbeit deshalb, weil wir jetzt eine Situation haben, dass die Vorsitzende der CDU eben auch Bundesministerin der Verteidigung ist. Und ich kann Ihnen das auch persönlich sagen, aber ich bin nicht der Einzige in der Union. Das gehört zu unseren Kernthemen, die Frage von Sicherheit und Verteidigungspolitik. Wenn Sie sich auch anschauen, was Soldatinnen und Soldaten beklagen über die Frage der Ausrüstung, über die Frage, wie viel Geld geben wir auch aus für unsere Verteidigung, da bin ich froh, dass mit Annegret Kramp-Karrenbauer jemand ist, der das genauso sieht wie die große Mehrheit der CDU und entsprechend, und ich verweise da auf die Regierungserklärung, das auch einbringen wird. Insofern ist der Draht dann noch enger. Die Zusammenarbeit hat bisher schon sehr, sehr viel Freude gemacht. Daran wird sich nichts ändern. Aber klar ist, wenn die Situation ist so, wie sie ist, dann wird die Aufgabe des Generalsekretärs ja ein Stück weit ja auch eine andere sein. Und das macht mir Freude und ich bin richtig gut gelaunt, auch aus dem Sommerurlaub zurückgekommen. Es geht jetzt darum, dieses zweite Halbjahr zu gestalten. Und darauf freuen wir uns gemeinsam, Annegret Kramp-Karrenbauer und ich. Und so ist auch die Stimmung im Bundesvorstand. Und zu Ihrer Frage, ob es Wechsel, Personalwechsel gibt aus dem Adenauerhaus ins Bundesministerium der Verteidigung. Darüber werde ich als allererstes die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterrichten und informieren und das nicht hier auf einer Pressekonferenz tun. Aber ich bin mir sicher, Sie werden es dann sehr schnell wieder schreiben. Danke. Herr Dr. Rinke hier vorne. Herr Ziemiak, zwei Fragen. Einmal zum Soli, eine Nachfrage. FDP und AfD sagen ja, dass die Lösung, die jetzt gefunden wurde, verfassungswidrig sei und kündigen Gang nach Karlsruhe an. Wie schätzen Sie das ein? Droht, dass die Reform nicht gleich wieder von Karlsruhe gestoppt wird? Und die zweite Frage, haben Sie auch über eine schwarze Null gesprochen jetzt im Bundesvorstand und können Sie ausschließen, dass man vom Prinzip des ausgeglichenen Haushalts abrückt? Ich fange mit der zweiten Frage an. Wir haben nicht die Absicht, von unserem Prinzip eben der schwarzen Null eines ausgeglichenen Haushalts Abstand zu nehmen. Das hat übrigens auch mit der Frage einer nachhaltigen Politik zu tun und auch generationengerechter Politik. Wenn wir heute wieder anfangen, Schulden zu machen, die am Ende die jungen Menschen in diesem Land bezahlen müssen, schauen Sie sich an, wie in Europa die Situation ist der Länder, die so eine Politik gefahren haben, die stehen heute bei bestem Willen nicht besser da als die Bundesrepublik Deutschland. Und zum Soli kann ich Ihnen sagen, und der Frage, ist das verfassungsgemäß oder nicht, der Bundesminister der Finanzen hat zugesagt, dass er eine Lösung präsentieren wird, ein Gesetz präsentieren wird, das einer Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht standhalten wird. Deswegen erwarte ich auch mit großem Interesse, a, ob es zu einer Klage kommt und b, wie das Urteil ausfällt. Die Alternative ist klar, wenn wir eine andere Lösung bräuchten, dann müsste der Soli ganz abgeschafft werden. Aber wie gesagt, der Finanzminister hat zugesagt, dass diese Lösung, die jetzt vereinbart ist, so von ihm ausgestaltet wird, dass sie verfassungsgemäß ist. Frau Gierschick, bitte. Ich habe zwei Fragen zu ganz unterschiedlichen Themen. Zum einen, Sie haben ja auch über die Wahlkämpfe im Osten gesprochen. Wie hilfreich sind da die Äußerungen von Herrn Hirte, der eigenen Partei da ja jetzt grobes Versagen vorgeworfen hat? Das ist das eine. Und das andere ist in einem Interview. Und das andere ist, was sagen Sie zu dieser Forderung der SPD nach einem schnellen Verbot des Neonazi-Netzwerks Combat 18? Haben Sie da eine Auffassung zu? Ja. Also zur ersten Frage, da müssen Sie Herrn Hirte fragen. Herr Hirte ist ja Ostbeauftragter. Also es liegt in seiner Zuständigkeit, diese Dinge anzupacken, anzugehen und zu lösen und dazu Vorschläge zu machen. Und deswegen empfehle ich jedem, der Mitglied der Bundesregierung ist, ich bin es nicht, wenn man in so einer verantwortlichen Position ist, dann muss man konkrete Vorschläge machen und für die sind wir offen. Aber schauen Sie sich an, die Situation in Brandenburg, wie sie ist, wenn Sie über die Frage der Polizeipräsenz beispielsweise nachdenken, was die SPD-geführte Landesregierung dort nicht auf den Weg gebracht hat und dass die Menschen dort Vertrauen verloren haben, das kann ich verstehen in Brandenburg. Deshalb braucht es auch einen Wechsel. Schauen Sie sich anders die Situation in Sachsen an.
In Sachsen ist die Situation so, dass die CDU dort und vor allem mit ihrem Ministerpräsidenten Michael Kretschmann sehr stolz sein kann auf das, was geleistet wurde, auch wie dort klar gesprochen wird, die Probleme gelöst werden, auch eine Zukunftsvision für Sachsen aufgestellt wird. Und das findet ja auch viel Zustimmung in der Bevölkerung. Insofern ist die Situation, es gibt nicht den Osten, die ist ganz unterschiedlich. Und ich glaube, es gibt viele Themen, über die wir noch sprechen müssen. Auch die Frage, welche Perspektiven haben junge Menschen auf dem Land? Gar keine Frage, das erlebe ich auch auf meinen Touren. Aber pauschale Urteile würde ich so nicht abgeben. Und zum Zweiten, dazu liegen mir jetzt nicht ausreichend Erkenntnisse vor, dass ich die Frage beantworten könnte. Wollen Sie die Combat 18? Genau, das war die zweite Frage. Gut. Sie haben gerade umrissen, dass Sicherheit und Verteidigungspolitik ja das Kernthema der CDU ist, haben der SPD eine Boykotthaltung vorgeworfen. Woraus speist sich denn dann überhaupt so in der Sicherheitspolitik so etwas wie Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit in der jetzigen Koalition, wenn Sie das so umreißen? Die speist sich daraus, dass wir mit guten Argumenten versuchen, unseren Koalitionspartner immer und immer wieder von der Richtigkeit der Entscheidungen zu überzeugen. Das hat sich jetzt gezeigt auch beim Soli, dass wir endlich zu einem Abbau des Solis kommen. Das erhoffe ich mir auch für die Grundrente. Und in der internationalen Verantwortung geht es darum, dass Deutschland nicht nur mit dem Zeigefinger durch die Welt läuft und einen moralischen Anspruch formuliert, sondern dann auch Teil ist von multinationalen Einsätzen unserer Verantwortung in der Europäischen Union und in der NATO. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, es ist nicht die Position der Union, dass wir in Zukunft jegliche Zusammenarbeit ablehnen und nur noch nationale Sicherheitspolitik in der Welt machen, sondern das gemeinsam mit unseren Bündnispartnern. Und ich hoffe, dass diese Einsicht, die eigentlich nicht so schwer ist, sowohl bei der SPD als auch bei anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag einkehrt. Ich habe die Rede des Fraktionsvorsitzenden der SPD so verstanden, dass es gar nicht so sehr um die Sache ging, sondern vielmehr eine Bewerbungsrede für den Fraktionsvorsitz war und er gute Laune bei der eigenen Fraktion machen wollte und dieses Forum sich geboten hat. Insofern habe ich immer die Hoffnung, dass, wenn es um internationale Verpflichtungen geht, die SPD am Ende eine andere Haltung hat. Frau Fartes, bitte. Ja, Herr Ziemiak, Sie haben ja jetzt mit dieser SPD, die Sie gerade also schrecklich geschildert haben, am Sonntag einen Koalitionsausschuss. Was soll denn da oder was kann denn da überhaupt rauskommen, wenn sich der Partner in so einem von Ihnen geschilderten Zustand befindet? Erwarten Sie da beispielsweise eine Entscheidung zur Grundrente? Und zweite Frage wäre, können Sie noch mal Ihren Fahrplan zum Klimakonzept skizzieren, inklusive möglicher Unionsklausuren, CDU-Klausuren? Mhm. Denn die CSU hat ja auch eine. Ich will die zu Ihrer ersten Frage. Ich finde, dass die SPD eine große Verantwortung in diesem Land hat. Übrigens nicht nur, weil sie Mitglied der Bundesregierung ist. Es ist eine stolze Partei. Nur langsam fällt es auch eingefleischten Beobachtern von Berliner Politik, wozu wir alle, die hier im Raum sind, gehören, schwer den Überblick zu behalten über das, was dort gerade an Personaldiskussionen stattfindet. Wenn Sie sich die Liste der Bewerberinnen und Bewerber anschauen, ein fast halbjähriges Verfahren, um einen Vorsitzenden zu finden, mit einer bisher noch ungewissen Anzahl von irgendwelchen Mitgliederbefragungen. Ich glaube, es geht auch sehr schnell darum, handlungsfähig zu sein. Und auch die SPD muss handlungsfähig sein. Und zwar vor allem sollte sie sich aufs Land konzentrieren und nicht auf die Partei. Und insofern kann ich Ihnen aber sagen, dass das persönliche Verhältnis, auch mein Verhältnis mit Lars Klingbeil, ein persönlich gutes ist. Aber natürlich macht es uns das Leben nicht leichter, wenn eine Partei sich die ganze Zeit zu einem großen Teil mit sich selbst beschäftigt und Selbsthilfekurse abhält. Und wir machen das nicht. Das ist der Unterschied. Zu der Frage, wie gehen wir weiter in unserem Klimadialog? Sie können das aufrufen auf der Seite auch klimaschutzdialog.cdu.de. Wir haben auch eine breite Mitgliederbeteiligung unter CDU Plus. Wir werden Anfang September ein Werkstattgespräch hier auch zu der Frage, wie wir nachhaltig unsere soziale Marktwirtschaft gestalten, unter der Frage auch des Klimaschutzes. Das wollen wir in einem Werkstattgespräch, wo wir alle Facetten von der Verkehr- und Mobilitätsfrage über Agrar eben bis zu der Frage Industrie wollen wir hier beraten und dann das Datum
was Sie natürlich mit Spannung erwarten werden, wird der 16. September sein, wo wir dann unsere Ergebnisse vorstellen. Vorne der Kollege. Moment. Frau Fates. Ja, ich hatte noch eine Nachfrage. Es war nicht beantwortet. Entschuldigung, die erste Frage war nicht beantwortet. Ich wollte gerne wissen, was Sie vom Koalitionsausschuss am Sonntag erwarten. Gibt es da eine irgendwelche Entscheidungen oder ist einfach nur so ein nettes Wiedersehen? Naja, ich hoffe, ich erwarte erstens, dass wir das natürlich, wie das üblich ist zwischen Koalitionspartnern, man in der Sache sich gut austauscht, dass vor allem etwas vorankommt. Und es wäre tatsächlich aus meiner Sicht sehr schön, wenn wir bei der Frage der Grundrente vorwärts kommen würden. Wiedemann vom Energate Messenger. Zwei Fragen. Einmal nochmal zu dem Thema Abwrackprämie für Heizung, was ja Frau Kramp-Karrenbauer vorgeschlagen hat. Wie will man dann damit umgehen, dass ja neue fossile Heizungen weiter gefördert werden? Da hat sie heute Morgen sich nicht so klar zu geäußert im Morgenmagazin. Also sind Sie dafür, dass da die Förderung eingestellt wird für Gas- und Ölheizung? Und die zweite Frage, Sie haben jetzt gesagt, Mitte September stellen Sie Ihr Konzept vor. Vier Tage später tagt ja dann schon das Klimakabinett. Ist das dann nicht etwas knapp, um dann noch da Beschlüsse mit einzubringen? Manchmal sind ja auch manchmal gute Beschlüsse und gute Argumente bedürfen manchmal ja auch gar nicht so eines großen zeitlichen Vorlaufs. Zu der Frage der Heizung, also das Thema, es geht nicht um Öl und Gas, sondern Gas wird ja zumindest als Übergangstechnologie ja auch gebraucht, um die Ölheizung, die es ja auch noch gibt in Deutschland, zu ersetzen, zumindest vorübergehend. Und das wird über die Frage, welche Möglichkeiten der Energieerzeugung und wie wir unsere Gebäude auch in Deutschland beheizen, wird auch Teil des Klimakonzepts sein, sodass die Frage der Förderung, eine Abwrackprämie, das, was in Ihrem Gastbeitrag ja in der Welt erschienen ist, das wird ja auch Teil unseres Klimaschutzkonzepts sein. Insofern machen wir jetzt nicht ein Stückwerk, dass wir jeden Tag was Neues oder anderes diskutieren, sondern am Ende ein Konzept vorlegen. Frau Hasenkamp, bitte. Sie hatten gerade im Zusammenhang mit der Rede von Herrn Mützenich von Anti-Amerikanismus gesprochen. Haben Sie das ausdrücklich oder beziehen Sie das ausdrücklich auch auf die SPD? Und war das Thema USA und Trump heute noch mal Thema, weil die Kanzlerin sich ja da auch durchaus sehr dezidiert in der Sommerpressekonferenz geäußert hatte? Nein, Trump war und auch die USA waren heute kein großes Thema oder überhaupt kein Thema, war Donald Trump. Worauf beziehe ich mich? Wenn die ganze Zeit darüber diskutiert wird, dass wir über die Frage, wie groß ist unser Beitrag im Staatshaushalt für Sicherheit und Verteidigung, die Frage, erfüllen wir die NATO-Quote und wie ist der Weg dorthin, Stichwort 2%-Ziel. Wenn dann permanent von der SPD kommt, es wäre eine Idee und Erfindung des Donald Trump, und er würde jetzt Druck ausüben und man dürfe auf gar keinen Fall auf Forderungen aus Washington eingehen, zeichnet sich ein Bild ab, was dazu führt, so empfinde ich es, wenn Politikerinnen und Politiker, eben auch der SPD, immer wieder Donald Trump als Kronzeugen zitieren, dass eine Stimmung entsteht, die anti-amerikanisch ist. Diese Verpflichtung hat weder Donald Trump erfunden, sie ist auch übrigens auch von Sozialdemokraten hier mit unterzeichnet worden, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen und auch nicht zu wiederholen. Mir geht es nur darum, dass die Freundschaft zwischen der Europäischen Union und vor allem der Bundesrepublik Deutschland, den Vereinigten Staaten, völlig unabhängig ist von einem Präsidenten Donald Trump. Und das sage ich Ihnen ganz ausdrücklich, wer glaubt, dass wir durch die Wahl nur einer einzelnen Person eine Zusammenarbeit und eine Freundschaft von Jahrzehnten aufgeben, die übrigens nicht auf strategischen Zielen beruht, sondern viel mit der Frage gegenseitiger Solidarität und gemeinsamen Werten, die wir teilen, beruht, der irrt. Es hat nicht nur was mit einer Person zu tun. Sehen Sie, die USA sind ein Verfassungsstaat, sind ein Rechtsstaat, sind ein demokratischer Staat. Und wir haben viele, auch übrigens kulturelle Gemeinsamkeiten. Und die USA haben über Jahrzehnte für die Sicherheit Deutschlands gesorgt. Und deswegen sollten wir auch diese sicherheitspolitische Zusammenarbeit nicht leichtfertig gefährden. Herr Fitzum, bitte. Herr Ziemiak, Sie hatten den Aufschlag von Frau Kramp-Karrenbauer schon erwähnt zum Klimaschutz. Heute hat die Werteunion in Gestalt von Herrn Maaßen kritisiert, die CDU solle sich nicht mit Greta beschäftigen, sondern mit richtigen Problemen. Haben Sie nicht mittlerweile ein richtiges Problem mit der Werteunion? Also, wissen Sie, wir können das jetzt, es kommt ja jeden Tag eine Meldung. Und je plumper sie ist, desto mehr wird sie zitiert. Nochmal, und schreiben in dem Klimadialogprozess tausende von Mitgliedern. Es geht doch darum, dass wir anders als
die Grünen, die die Frage stellen, Wirtschaft oder Ökologie, Verbote statt Anreize, dass wir die Dinge zusammenführen wollen. Wir wollen, dass Deutschland wettbewerbsfähig ist. Wir wollen, dass wir auch mit neuen Technologien in der Welt Vorreiter sind. Wir wollen das sozialverträglich lösen. Und deswegen ist es auch ein wichtiges Thema. Es geht um das Klima in der Welt. Es geht um die Frage, wie gestalten wir unsere Klimapolitik, und es ist ein CDU-Thema, wenn wir über die Bewahrung der Schöpfung sprechen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat es gestern in ihrem Beitrag ja auch sich nochmal bekannt zu dem Vorschlag von Markus Söder, das als Staatsziel in unsere Verfassung aufzunehmen. Insofern sind das die Themen, über die wir sprechen müssen. Wir müssen darüber sprechen, welche Verantwortung haben wir in der Welt, unser Verhältnis zu den USA. Schauen Sie sich auch an, was in Russland gerade passiert, wie dort mit Oppositionellen umgegangen wird. Wir stehen vor riesigen Herausforderungen, und deswegen bei allem Respekt, das sind die großen Themen und nicht die Kommentierung Einzelner, ob man sich mit Greta oder nicht mit Greta beschäftigt. Selbst wenn Greta morgen in den Ruhestand geht oder zurück zur Schule, finde ich, ist die Frage, wie wir Klimapolitik in Deutschland gestalten, wichtig. Herr Feldhoff, bitte. Ich habe das mit der Ölheizung noch nicht so ganz verstanden. Einerseits haben Sie eben gesagt, Sie wollen sozusagen nicht Stückwerk bis zum 16. September sozusagen präsentieren, sondern eher grundsätzlich. Also ist bei der Frage der Ölheizung entweder nur eine Unkenntnis der Parteivorsitzenden, weil sie eine Abwrackprämie fordert für etwas, wo die eigene Bundesregierung noch Förderung ausspuckt, oder ist es sozusagen ein Grundsatz, der da lautet, wir müssen uns auf einen Weg begeben, dass wir klimaschädliche Förderungen künftig einstellen als Bundesregierung. Darauf muss man sozusagen diese Bundesregierung, diese Bundesrepublik und ihre Menschen vorbereiten. Das ist das Anliegen der Parteivorsitzenden. Wie muss man das verstehen? Weder noch, denn die Frage der Ölheizung ist ja, und deswegen finde ich, ist das auch sehr gut platziert in dem Gastbeitrag, ist ja ein Ausdruck dessen, dass wir nicht nur über Themen wie beispielsweise das Kohleausstieg und die Frage, wie wir Energie und auch Strom erzeugen in Deutschland sprechen, sondern auch sagen, Moment, wenn wir über Energie sprechen, gibt es auch andere Sektoren. Was ist mit unseren Gebäuden? Da geht es auch um andere Themen. Nicht nur, wie erzeugen wir Energie, sondern wie gestalten wir Gebäude energieeffizient. Und dass wir hier ein Umdenken haben müssen, das zeigt ja dieses Beispiel der Ölheizung. Insofern ist das ein gutes Beispiel dafür, dass wir das ganzheitlich gestalten müssen und dass wir dort auch viel Einsparpotenzial haben. Und was ich gerade damit meinte, ist eben nochmal zu sagen, wir haben jetzt nicht einen Vorschlag gemacht, den wir jetzt ausdiskutieren, sondern das alles fließt ein, gemeinsam auch mit den Vorschlägen unserer Mitglieder im Klimadialog in unser Konzept. Dann erst Werkstattgespräch am 3. und dann unsere Beschlusslage am 16. September. Eine Frage zielt nochmal auf die bevorstehenden Wahlen in Sachsen und Brandenburg ab. Und zwar gibt es ja immer noch Umfragen zufolge viele Menschen, die das Gefühl haben, jetzt wirtschaftlich schlechter dargestellt zu sein als vor der Wende. Und 30% dieser Menschen geben an, die AfD zu wählen. Was sagen Sie dazu? Und hat sich die CDU hier versäumt, die denn da so aufzustellen? Ich nehme das mit großer Sorge ja auch zur Kenntnis. Diese Zahlen nehme ich eben auch mit Sorge zur Kenntnis. Sie führen dazu, dass ich natürlich mir große Sorgen darüber mache, welches Bild haben Menschen auch, die an diesen Befragungen teilnehmen, von Politik. Ich kann persönlich nicht nachvollziehen, wie man, wenn ich in Dresden unterwegs bin, in Leipzig oder im ländlichen Raum in Brandenburg, auch zu der Frage zu kommen, dass in den letzten 30 Jahren nichts passiert ist. Das Gegenteil ist richtig. Wir haben viel zu tun, aber es ist unheimlich viel passiert, und ich glaube, wir können stolz darauf sein, was die Menschen in Ostdeutschland geschafft haben unter ganz schwierigen Bedingungen. Insofern würde ich mir den Blick und wünsche ich mir den Blick nach vorne über eine Diskussion, nicht über das, was war. Wissen Sie, es geht hier nicht um Dankbarkeit, was die CDU gemacht hat, sondern es geht um die Frage, dass die CDU das richtige Konzept hat, die richtigen Ideen hat für diese Bundesländer, in denen jetzt gewählt wird. Und ich sage allen, jetzt aus welchen Gründen auch immer liebäugeln, wir wollen um jede Stimme kämpfen, dass die AfD mit ihrer Art Politik zu machen und vor allem zu bestreiben am Ende zwar Stimmungen schafft, aber keine Probleme lösen wird. Man sollte ganz genau hinschauen, aber es geht darum, wir werben um die Menschen und wir werben mit unseren Ideen, und wir haben sehr, sehr gute Spitzenkandidaten, die nicht nur bodenständig sind
und aus diesen Regionen kommen, sondern die vor allem wissen, was sie tun und eine klarere Vision haben für die Zukunft der Bundesländer. Gartmann, bitte. Herr Ziemiak, Sie haben gerade relativ genervt auf eine Frage zu einer neuen Äußerung von Herrn Maaßen reagiert. Nun ist es ja so, dass Wahlkämpfer in Sachsen aus Ihrer Partei ja gerade den Herrn Maaßen einladen, weil sie das Gefühl haben, davon hätten Sie was. Wie erklären Sie sich eigentlich diese Diskrepanz? Das sind ja einzelne Veranstaltungen. Weil jeden Tag eine neue Meldung kommt. Ich verstehe Ihr Anliegen, dass Sie natürlich mit Einzelstimmen versuchen, eine Partei dann auch zu beschäftigen mit diesen Themen. Das ist in Ordnung, das gehört dazu. Aber Hans-Georg Maaßen hat in der CDU kein Amt. Und deswegen sage ich, lasst uns diskutieren über die Frage, wie sieht die Zukunft Sachsens aus? Wie sieht die Zukunft Brandenburgs aus? Und in den nächsten Wochen diskutieren wir auch sehr intensiv, wie sieht die Zukunft Thürings aus? Wie gestalten wir unser Land nachhaltig, generationengerecht? Welche Verantwortung hat Deutschland in der Welt? Das sind die etwas größeren Fragen, die mich beschäftigen, als nur mit Einzelpersonen. Jeder ist eingeladen, seine Ideen vorzubringen. Aber das ist, glaube ich, das, was die CDU in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat und uns auch in Zukunft erfolgreich machen wird, indem wir über die Sache diskutieren und nicht über die Frage, wer sagt was, wie, bei welcher Veranstaltung.